Falls du es noch nicht getan hast, melde dich doch noch bei Wikisana an. Danke. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Mein heutiger Gast ist um die halbe, ja fast ganze Welt gereist, mit den vielleicht wichtigsten Fragen der Menschheit im Gepäck. Wer sind wir wirklich? Was ist unsere Aufgabe auf dieser Erde? Aber auch, gibt es außerirdisches Leben? Er hat spirituelle Lehrer, Heiler, Schamanen, aber auch Ärzte und Wissenschaftler befragt und ist mit faszinierenden Antworten und phänomenalen Dokumentarfilmen zurückgekehrt. Heute darf ich mit ihm über seine Reise nach Peru sprechen und Portale zu anderen Welten. Und ich bin mir sicher, Sie haben es bereits erraten, mein heutiger Gast ist niemand geringerer als Johann Nepomuk Meyer. Er ist Moderator, Dokumentarfilmer, Autor. Es wird spannend. Bleiben Sie dran. Danke für diese tolle Anmoderation. Alle heil wieder viel lernen. Hallo lieber Nepomuk, so toll bist du bei uns, weil ich war auch fasziniert, dass ich mich da ein bisschen vorbereitet hatte. Da habe ich gedacht, wow, was hast du alles gemacht und fast um die ganze Welt gereist. Und heute dürfen wir ja über eine der letzten Reisen nach Peru sprechen. Und ich bin mir sicher, da wird ganz viel Tolles und Neues auf uns zu bekommen. Ja, danke übrigens für die Einladung. Danke Ihnen, wie Zuseher, dass Sie hier uns so treu zusehen. Und ja, die Welt ist spannend, das Leben ist spannend. Und viele sind eben auf der Suche nach dem Sinn in ihrem Leben. Gibt es überhaupt einen Sinn? Was ist der Sinn? Und wir haben mit diesen Themenfeldern ja in den letzten mittlerweile fast 10 Jahren ausschließlich auseinandergesetzt. Ich mache nichts anderes mehr. Wir haben ja eine Agentur für Marketing und Kommunikation, Schwerpunkt Unternehmensberatung. Und durch ein paranormales Phänomen, eben dieses Lachen der Schwiegermutter, also eine direkte Stimme in unserem Haus über Monate hinweg, hat mich dann so fasziniert, weil ich gesagt habe, irgendwas habe ich in diesem Weltbild noch nicht richtig verstanden. Ich muss mich auf die Suche machen, Wissenschaftler aufsuchen, um herauszufinden, wo diese Phänomene herkommen, was diese zu bedeuten haben. Und dann hat sich eben in den letzten Jahren mein Weltbild komplett gedreht. Und dein Leben wahrscheinlich auch, oder? Und das Leben natürlich auch. Ja. Früher war der Auftraggeber hier die Wirtschaft und jetzt ist der Auftraggeber hier eine Stufe weiter oben, sagen wir, diese geistige Welt. Und das ist sehr spannend. Da werden wir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber wir haben ja heute das Thema meiner Reisen und die letzte Reise war ja Peru. Allein der Start in diese Reise war schon sehr spannend, denn durch diese Arbeit für diese geistige Welt mache ich eigentlich überhaupt keine Planung, sondern wenn man sagt, ich mache alles intuitiv, ich bekomme Impulse und diese Impulse, ob das jetzt ein Interview ist oder ich bekomme eine E-Mail oder einen Anruf und so weiter, dann ist oft einmal auch wieder ein Gedankengang, wo ich weiß, dieser Gedanke ist nicht von mir. Aha, es gibt eine neue Dokumentation und dann ergibt sich dann das eine zum anderen. Dann wird dann plötzlich poppt dann diese Webseite auf von diesem Wissenschaftler oder von diesem Spirituellen und ich mache mich dann eben auf die Reise, diese Dokumentationen zu drehen und zum Planer zu schneiden und umzusetzen. Bei dieser Peru-Reise, Peru war auch schon immer für mich ein faszinierendes Land, ich war aber noch nie dort. Und hatte aber letztes Jahr gar nicht vor, nach Peru zu reisen. Sitze aber in meinem Büro am PC und plötzlich kommt eben wieder dieser Impuls. Ich mag es nicht sagen, es ist eine Stimme, es ist eine Gewissheit, es ist ein Gedanke, wo ich weiß, es ist nicht von mir. Du fährst jetzt nach Peru. Ich denke mir, okay, ich habe gar nichts mehr, war im September, gar nichts mehr geplant für Peru. Ich denke mir, wow, okay, September, Peru. Spannend. Ja, und du nimmst auch Menschen mit, also Begleiter, die an deiner Arbeit interessiert sind. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe immer mein Kamerateam dabei, wenn überhaupt, wenn ich nicht gerade selber drehe. Für was brauche ich die? Ne? Also, etc. Und dann kommt der nächste Impuls. Ja, du nimmst ja Kontakt auf mit nichtmenschlichen Intelligenzen. Da sprechen wir noch drüber, CE5-Methode. Das kannst du ja nicht alleine, da brauchst du am besten mehrere. Also okay, ja. Okay, dann nehme ich 5 mit. Und dann sage ich, nein, 8. Okay. Wahnsinn. Dann poppt das nächste auf, irgendeine Seite von einer
ja, Deutschen, die seit 20 Jahren in Peru lebt und dort eben Travel-Reisen macht. Und okay, dann nehme ich mit der Dame dann gleich Kontakt auf und sage, okay, ich habe hier vor, eine Drehreise nach Peru zu machen. Und dann kam auch im Laufe der nächsten Wochen dann auch der Titelportale in andere Welten dazu. Dann hat sie mir eben eine Reise zusammengestellt, wie ich die gerne hätte, was ich gerne sehen würde, welche Positionen. Das ging sogar runter bis nach Bolivien. Und ja, und dann haben wir einen kurzen Aufruf gemacht im Internet und schon waren die Leute, es haben sich welche angemeldet, dann wieder abgemeldet, ne, weil es ja doch relativ kurzfristig war, weil die Reise war dann vom 1. Dezember an geplant. Und bis zur letzten Tage, da waren es, sage ich mal, immer noch 5 und dann sage ich aber zu meiner Reiseleiterin, sage ich, nee, die wären 8. Ja, wo sollen denn die jetzt noch herkommen? Die nächsten 2 Tage, bumm, waren es dann 8. Ja, das ist einfach großartig. Ja, aber denke, okay, das wird auf alle Fälle eine sehr spannende Reise. Ich war auch sehr straff organisiert. Und diese Sabine, die wir ja, als Reiseleiterin hatten, die spricht ja Spanisch, Englisch und natürlich auch Deutsch, weil sie aus Deutschland kommt und seit 20 Jahren diese Reisen macht und konnte also eigentlich sehr gut organisieren und das Ganze machen und vorbereiten. Und aber war man nicht darauf vorbereitet worden, wie die Reise abgelaufen ist, denn durch das, dass ja, es ja 2 Jahre Stillstand war, ich war ja Covid. Mhm. Das Land war sehr gebeutelt. Die haben keinen Impfstoff bekommen. Es sind sehr hohe Sterblichkeitsrate. Die sind alle noch teilweise mit der Maske hier gewesen. War auch, die Kultur ist ziemlich am Boden da drüben. Glaube ich, nur 40% sind noch nach Covid hier tatsächlich zu Reisen, also Touristen gekommen. Das Land ist ja ein dritte Weltland, sehr extreme Gegensätze, wo eine Dame dabei ist, dann tatsächlich nach ein paar Tagen wieder nach Hause geflogen, weil sie gesagt hat, ich halte diese Armut oder diesen Kontrast zwischen Arm und Reich gar nicht aus, weil die kannte bisher nur Mallorca und dachte okay, vielleicht, die ganze Welt ist so wie in Mallorca, aber das war für sie aber auch gut dazu zu lernen und die Reise war sensationell und fantastisch und wir haben ja Dinge erlebt, die hatten wir gar nicht auf unserem Plan. Natürlich hatte ich mir hier vorgenommen, einmal aufzuzeigen, also Ancient Aliens, also die History mit diesen alten Tempelanlagen zu sehen, in eigenen Augen zu sehen, auch mit Leuten zu sprechen, die ein bisschen hinter dem Mainstream Wissen haben, indogenes Wissen. Wir haben hier, ich muss mal kurz zeigen, auch ein Gespräch geführt mit einer Einheimischen, mit dieser Tumpfler, eine Queros-Dame, die aus den Hochanden extra angereist ist zu uns nach Lima. Mit der haben wir ein Interview geführt, um, ja, sage ich mal, mystische Geschichten zu erfahren, was die Einheimischen so auf dem Land erleben. Und die Dame hat ja sensationelle Sachen erlebt. Das ist ja unglaublich. Und hat uns auch von einer UFO-Begegnung erzählt. Ja, auch eine dramatische UFO-Begegnung, wo ja, 15 Menschen in so einem Sumpfgebiet gearbeitet hat. Sie war damals 15 Jahre alt und plötzlich haben sie eben scheinbar dieses UFO oder was auch immer das war, so regenbogenartig aufgestiegen ist und abgestrahlt hat, aus dem Busch aufgescheucht, so 20 Meter, 25 Meter weg von dieser Gruppe. Aber die Menschen sind dann alle gestorben, bis auf sie. Ich war schwer krank, ist aber dann wieder gesund geworden. Und auch diese Erfahrungen gibt es in dieser Region, auch mit Geistern und Dämonen und Erfahrungen. Unglaublich, ist alles in meiner Doku mit drin, Geschichte von ihr. Und dann sind wir natürlich auch diese Tempelanlagen abgefahren. Es war auf der einen Seite natürlich toll, weil wir fast alleine waren. Und wir konnten auch alleine eben dort eben diese Sitzungen machen, also. Und weshalb wart ihr alleine? War nicht Saison? Ja, weil halt keine Touristen da waren und wir waren fast alleine. Also es waren schon, und wir sind aber dann auch abends dort geblieben, denn diese CE5-Methode ist eine Methode, wo du dir im Kreis aufstellst oder aufsitzt, meditierst, mit deinem Bewusstsein ja, diesen Planeten verlässt, es über das Sonnensystem hinausgehst in die Galaxie, dann immer wieder eben sich verbindest mit diesem größeren Bewusstsein und sagst, wir sind hier von der Erde und wir würden gern mit euch, mit anderen Zivilisationen gerne in Kontakt kommen und wir bewegen uns jetzt bewusstseinsmäßig wieder zurück zu unserer Erde und das ist eine Methode, wo andere, weil das Bewusstsein ist ja mit allem verbunden, wo diese anderen Zivilisationen sagen, ah, hier ist jemand, der wird gern mit uns einmal in liebevoller Art und Weise kommunizieren. Dann nimmt man die, sage ich mal, bewusstseinsmäßig folgen die dir dann
Und dann hat man auch einen oder mehrere starke Laserpointer dabei, die teilweise 10 Kilometer leuchten. Und dann sitzt man hier nachts am Sternenhimmel, öffnet dann nach dieser halbstündigen Meditation wieder die Augen und beobachtet dann eben die Sterne, ob die die Sterne sind oder vielleicht andere Geräte. Und tatsächlich sind dann welche dabei, die dann, wenn man die dann anleuchtet, dann blinken dann zurück und bewegen sich plötzlich ganz anders und zeigen sich, ja, auch wir sind hier und beobachten euch. Das ist eine faszinierende, für mich unbekannte Welt, muss ich sagen. Ja, diese Methode wurde von Dr. Stephen Greer, einer, der seit den 90er Jahren schon für die UFO-Offenlegung in Amerika sehr viele Dokumentationen und Sachen gemacht hat. Und der hat es aber auch wieder von einem anderen UFO-Kontaktler, von Sixto Paz-Wells eben, der aus Peru kommt auch, wo der Vater schon Kontakte hat und hat das jetzt verfeinert. Und ich glaube, da gibt es auch mittlerweile eine App dazu. Da kann man das eben anschalten und dann spricht er dich durch die Meditation und so weiter. Mhm. Und diese Methode funktioniert, je mehr, dass die Leute in einer Einheit denken drin sind und sich nicht ablenken lassen und wissen, dass diese Meditation ist. Da gibt es natürlich auch manchmal Phänomene, wo dann eben Lichtwesen oder irgendwas direkt in dieser Gruppe dann stehen. Wow. Weil manche brauchen halt noch Blech- und Nietenschrammschiffe, um zu kommen, und andere sind halt schon so auf dieser Ebene, wo sie dann eben erscheinen können. Und das, wir haben das alles mitgefilmt, dann sieht man das auch in der Dokumentation dann. Ja. Und dieser Film, der ist dann öffentlich zugänglich, oder? Ja, ab Ende April kommt er auf den Markt, auf verschiedenen Online-Plattformen. Und das sind zwei Teile geworden, weil eben das so viel Material war. Wir sind ja von über Lima, ne, 13 Millionen Einwohnerstadt, wahrscheinlich fasziniert, die Stadt anzusehen, einmal runterzukommen. Dann sind wir in den Norden gefahren, so ungefähr 250 Kilometer. Hinter ist die älteste Stadt der Welt, Caral. Die wurde ausgegraben, erst gar nicht so lange her. Und die ist noch älter wie die ägyptischen Pyramiden, diese Tempelanlagen. Und genau, von da sind wir dann weiter wieder in den Süden. Nach Ica haben wir dann mit einem Professor gesprochen, dem Zuniger Roger, der hat verwahrt in seiner Universität diese sehr umstrittenen Drei-Finger-Mumien auf. Denn vor ein paar Jahren, 2016, 17, hat ein Grabräuber tatsächlich irgendeine Anlage gefunden unter Nazca. Eine Art Tempel, er verrät aber nicht, wo das ist. Mittlerweile haben sie ihn eingesperrt für diese, sage ich mal, Sachen, was er da macht. Und der versuchte, diese Mumien dann weiter zu verkaufen. Und über Dritte kamen die plötzlich dann zu dieser Universität. Und die Wissenschaft hat die komplett abgelehnt, weil diese Wesen sagen, nee, die gibt's gar nicht. Da Wesen wie eine, die nennt sich hier Maria, menschengroß. Man sieht es, die hat drei Finger und drei Zehen. Und komplett anderen Augenformen und so weiter. Dann hat man untersucht, ist auch so weiß gekalkt. Dann hat man festgestellt, das ist ein bisschen ein Schutz gegen Insekten und so weiter befallen und so weiter. Dann hat man da umfangreiche Untersuchungen gemacht. Dann wurden auch privat finanziert. Mhm. Dann hat die Wissenschaft gesagt, nee, das sind alles Fälschungen. Da wurde Grabschändung gemacht. Da wurden einfach Menschenteile miteinander hier kombiniert. Und dann haben wir eben dieses Gespräch gemacht mit diesem Leiter, mit diesem Roger Zuniger, Professor, der dort ist und der auch hier mit auf dem Bild ist und diese Untersuchungen mitgeleitet hat. Und er sagt, wir haben dreimal DNA-Untersuchungen gemacht, wir haben Hautuntersuchungen gemacht, wir haben angeschaut, sind es verschiedene Proben entnommen, sind es verschiedene Tiere oder nicht? Und da hat man festgestellt, nein, da wurde weder was geklebt, weder was geschnitten, weder was zusammengesetzt, sondern diese Dinge sind authentisch. Und das Spannende dabei ist, dass es nicht nur diese Maria gab, sondern auch ein Wesen, männlich und weiblich, wie hier. Also das ist ein Humanoide Reptoide. Und das Spannende dabei ist, er sagt, diese Wesen beweisen, dass wir vor Außerirdischen besucht worden sind, denn es sind welche. Denn die DNA, sagt er, wenn du die DNA anschaust, dann sagst du, selbst der Maus, glaube ich, hat 98% mit der menschlichen DNA noch gleich und es geht runter, selbst eine Papaya hat noch 50% menschliche DNA gleich, aber diese Wesen haben 18%. 18? Das ist 18%. Also es gibt bei uns nichts, was so wenig DNA Vergleich hat mit dem Menschen. Das heißt, definitiv, und was hier am Bild sichtbar ist, der macht hier mit der Pimette oder saugt hier gerade was weg und man sieht hier auf diesem Bild, diese männlichen haben ein metallisches Implantat drin. Genau, man sieht es hier. Das ist eine Röntgenaufnahme von diesem metallischen Objekt. Das hat man auch untersucht. Das sind verschiedene Metalllegierungen. Und die eine der Schicht dabei ist Osmium. Und Osmium ist das teuerste Material, was Sie überhaupt kaufen können.
Habe ich noch gar nie gehört. Ja, ja, das wird hergenommen für die Raumfahrt, das wird ja für Kommunikation und für Satellitensteuerung und so weiter. Das heißt, selbst wenn ein Grabräuber so mit diesen Mumien fälschen würde, er müsste ja Tausende von, x-tausende von Euro ausgeben, um dieses Implantat zu fälschen. Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist spannender als jeder Krimi, was du da erzählst. Ja, das, und haben wir extra eben dieses Interview mit ihm nochmal gemacht, weil er gesagt hat, alles, was hier an offiziellen Sachen gibt, wo Wissenschaftler gesagt haben, ja, die Mumien sind gefälscht, es sind zusammengesetzte Tierteile etc., das stimmt alles nicht, denn die Mumien haben nie sein Haus verlassen, nie die Universität verlassen. Er hat nie jemand anders untersucht, also die, wo zu ihm gekommen sind. Das ist doch, also da haben wir wieder bei diesem Weltbild, was ich sein darf, kann ich zeigen. Und jetzt kommen wir nochmal ein Stück aber weiter. Hast du keine Wellen geworfen oder so? Dafür bist du noch nicht öffentlich. Ja, aber darum hat er gesagt, also das, was er in diesem Interview, was wir gemacht haben bei ihm in IK, eben ausgesagt hat, sagt, das hat er noch nie vor der Kamera erzählt, weil diese Forschungsergebnisse sind ja in der Zwischenzeit eben weitergegangen, um eben diese ganzen Vorwürfe zu widerlegen. Die sind geklebt, die sind verschiedene Körperteile, die sind verschiedene Tierteile und so weiter. Alles widerlegt. Ja? Alles widerlegt. Und das ist wirklich unglaublich. Und auch diese, da gibt es diese weibliche, die haben auch Eier im Bauch. Aha. Und da hat es geheißen, ja, das sind Steine und so weiter und so fort. Nee, die haben auch Gewebeproben von diesen Eiern entnommen. Man kann die auch durchleuchten und so weiter. Was er jetzt auch noch in dem Film gesagt hat, sagt er, die weiteren Forschungsergebnisse von diesen Dreifingermumien und von dieser Maria, die waren ja schon bekannt. Ne? Aber die jetzt zu widerlegen mit diesen neuen Forschungsergebnissen. Aber was er auch hat, und da habe ich jetzt nur eine Illustration, weil ich die Originalbilder noch nicht veröffentlichen darf. Wow. Und zwar, der Hammer bei dieser Reise war tatsächlich, er sagt, schau, was ich noch habe. Ich habe in meinem Institut einen Riesenkopf. Dieser Kopf, den Sie hier sehen, hat einen Durchmesser von 80 cm. Wow. Mit der gleichen weißen Schicht bedeckt, etc., sogar mit Wimpern dran. Ich habe das versucht hier nachzuillustrieren mit einem Nasenloch, weil gesagt hat, erst wenn die Untersuchungsergebnisse, sage ich mal, alle durch sind, weil das ist noch nicht untersucht. Aber wir gehen alle davon aus, wenn die anderen Wesen, sage ich mal, echt waren, dann wird das auch echt sein. Aber in der Bibel spricht man von den Nephiliden, man spricht von den Riesen und so weiter. Aber niemand hat wirklich einen Beweis dafür. Ne? Das wird immer nur vermutet und immer nur historisch belegt. Aber er hat jetzt einen Riesenkopf in seinem, in seinem Institut. Und jetzt geht es ja noch weiter. Jetzt habe ich vorhin gerade, haben wir noch gerade gesehen, das ist wirklich sowas von sensationell. Es sprengt praktisch die komplette Geschichte der Menschheit. Natürlich werden jetzt wieder viele sagen, ja, das ist ja gerade ein Fake, aber hier ist ja nur eine Illustration. Wie gesagt, ich darf die Originalbilder noch nicht zeigen. Es gibt dann einen rechtlichen Vertrag, wenn das untersucht ist, dass man das dann eben veröffentlichen darf und zeigen darf. Und da werden wir auch mit dabei sein, weil das wird natürlich schon auch eine extra Dokumentation werden, wenn das dann, sage ich mal, auch veröffentlicht wird, diese ganzen Forschungsergebnisse. Wir haben auch das Petroglyphenfeld von Antiquira und besucht, da sind ja tausende von Steinen mit Zeichnungen drauf. Und auch hier sind so diese drei Fingerwesen abgebildet. Ah, spannend, ja. Ja, aber das ist ja ein, also ich glaube, das muss ja die Welt wirklich ein bisschen aufrütteln, wenn du den siehst. Also das ist wirklich unglaublich. Also gehen wir nochmal schnell zu dem anderen Wesen. Ich hoffe, dass, ja genau. Und er hat noch Wesen drin mit so ungefähr 60 bis 80 Zentimeter. Man sieht es hier mit Flügeln. Also auch Humanoide, man sieht sie auch am Gesicht. Auch hier nachillustriert, weil ich die Originalaufnahme noch nicht zeigen darf, aber die sind sehr nahe an der Originalaufnahme. Ich habe ja auch hier einen menschlichen Schädel als Vergleich von der Größe her hingelegt, weil Wesen mit Flügeln werden ja auch auf der ganzen Welt in alten Tempelanlagen immer wieder dargestellt. Ja, das stimmt. Und hier hat er auch eins in seinem Labor. Wow. Ja, also da bin ich gespannt auf diesen Film. Also das hat, also allein diese beiden Sachen, der Riesenkopf und die Wesen mit Flügeln und die Bestätigung, dass diese anderen Wesen keine Fälschungen sein können, das hat natürlich die Reise völlig, das war, allein das wäre schon die Reise wert gewesen. Ja. Unglaubliche Geschichte. Ja, und dass du Zugang dann auch bekommst zu diesen Dingen, weißt du, das finde ich dann auch nochmal spektakulär. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, also wir waren schon fast die Tränen in den Augen, wie der gesagt hat, so, jetzt zeig dir da was. Wow. Das ist ja, also das ist wirklich unglaublich, das habe ich noch nie hergezeigt.
Das ist, also für mich, ich kann nur staunen, weil für mich sind das wirklich neue Welten. Ja, das ist ja, da wo du sagst, ja, gibt es sowas, ne? Ja. Genau, gehen wir mal kurz nochmal durch. Wir haben auch natürlich die Tempelanlagen, Amuaru, dieses Steintor hier am Tikitaka-See, wo die Schamanen, da haben wir auch schamanische Rituale gemacht, wo die Schamanen sich früher praktisch auch bewusstseinsmäßig, auch so AC5-Methode, aber noch 5000 Jahre älter, auch verbunden haben mit den Ahnen und mit anderen Intelligenzen, um Informationen auszulesen, zu bekommen, wie wird die Ernte, haben wir schönes Wetter, müssen wir uns auf einen Krieg vorbereiten, etc. Auch die haben sich schon bewusstseinsmäßig hier über Meditation, der hat sich da hingekniet in dieses Steintor, das ist 17 Meter groß, das schaut jetzt so klein aus, aber allein das kleine Tor in der Mitte ist wesentlich größer wie ein Mensch, und der hat sich da hingekniet, reingekniet, und eben dann und die Bevölkerung oder die haben hier gewartet, bis sich der Schamane umdreht und dann eben seine Botschaften verkündet. Genau. Aber gibt es noch so Schamanen, die dieses Wissen haben? Oder ist ja, das gibt es noch, ja. Auch die haben wir gesprochen. Die sind ja manchmal auch sehr zurückgezogen und nicht gerade so darauf erpicht. Ja, es ist sehr viel Wissen natürlich verloren gegangen, denn das gab ja verschiedene Kulturen. Wir kennen natürlich immer die Keros-Kultur oder die Inkas, die hier natürlich auch viele Bauten gemacht haben, aber man vermutet, dass diese Bauten ja schon da waren, bevor die Inkas da drauf gebaut haben. Weil wenn man zum Beispiel hier, schauen wir, da ist das Tor nochmal zu sehen, da haben wir auch Opferrituale gemacht, etc., Obst und so weiter, Tieropfer gemacht, um eben hier an die Götter zu beschwichtigen. Diese Inka-Mauern kennen ja viele schon. Aber wenn man sie mit eigenen Augen sieht, teilweise so ein Eckstein mit 140 Tonnen und das gesagt, ist schon ein Wunder. Ja, erdbebensicher gebaut, hier bringen sie keine Rasierklinge, also sind jetzt so gemeint, das sind ja früher, die waren ja 12 Meter hoch teilweise, die Mauern, Tiwanaku. Und wenn man die dann vor Augen sieht und sagt, und dann wird gesagt, die haben einen Stein gehabt, und mit diesen Steinen haben sie, mit Holz haben sie die Steine gekippt und haben unten so lange geklopft, bis das alles genau passt. Ja. Okay, das sieht der Blinde mit Krückstock, dass das so nicht gemacht worden sein kann. Ja. Nee, das ist ja völlig unmöglich, weil wir haben eine Härtegrad 7 bis 8, das ist Granit und teilweise noch härter, Diorit. Diese Mauern sind hier 6 Meter hoch, das sind in 3 Reihen, das ist über Cusco oben, also mit dem Cusco, wenn man in ungefähr 10 Minuten mit dem Taxi rauffährt, ist oben, hat mehrere Tempelanlagen, und das war die Haupttempelanlage, und wenn man die ansieht, der Rest ist alles abgebaut worden, das haben die Spanier alles natürlich abgebaut und unten aufgebaut, die Stadt, auch viele Tempelanlagen wurden abgerissen und die Grundmauern wurden in Kirchen draufgebaut. Ja, weil das war, für die war das ganze Rituale, was die gemacht haben, alles Teufelszeug. Ja, ne? Ja. Und katholische Gemeinde haben gesagt, nee, das, was ihr da macht, das geht gar nicht. Diese Rituale und so weiter. Und wie gesagt, der Stein da hier, den man sieht, der Runde, der hat 140 Tonnen da an den Ecken. Also das spricht ja schon dafür, dass da etwas Außergewöhnliches vonstatten gegangen sein muss. Die schauen aus wie gegossen. Das ist übrigens, wenn du zwei Butter, sag ich mal, weich machst und die zwei Butterstücke aneinander drückst. Ja. Genauso ist es. Es ist eigentlich schon wirklich ein Wunder, diese Architektur. Und da muss man eigentlich gar nicht mehr dran zweifeln, dass da besondere Dinge geschehen sind. Jetzt, ja, also die Energie ist dort in diesem Kulturkreis oder in diesen Anden, du bist auf fast auf 5000 Meter Höhe. Und wie gesagt, da sind wir eben, wenn man die Reise mal beginnt, also vom Lima nach Caral, von Caral dann runter nach Ica, haben wir das Interview geführt mit dem Zuniga Roja, mit dem Professor da an der Universität, mit dem Leiter. Und haben wir auch natürlich einen Nazca-Überflug gemacht, haben uns die Wüste angeschaut, wir haben uns Tempelanlagen angeschaut in der Nähe. Da waren wir komplett alleine, wieder C5-Kontakt gemacht mit den anderen Intelligenzen. Dann eben dieses Petroglyphenfeld angesehen, und dann sind wir runter im Tikitaka-See nach Puno, von Puno dann ist in das Puramuru-Steintor, dann weiter nach Tiwanaku, das ist steht schon in Bolivien, auch da ist nur 20% ausgegraben. Mal schauen, ob ich hier ein Bild finde. Ja, hier, das ist in der Nähe von, da gibt es zwei Anlagen, einmal Tiwanaku und Pumapunku. Und wenn man sich diese Steine anschaut, das ist auf 4400 Meter Höhe in etwa, da gibt es auch keine Bäume, es ist zwar flaches Gelände, gibt es immer noch Berge, aber das Verhaus ist schon so hoch, also auch schwer zum Atmen. Und wenn man sich diese Steine anschaut, die sind ja Härtegrad 7, 8, also extrem, brauchst, ich sage jetzt mal, ich als Laie würde sagen, du brauchst einen Diamantbohrer, um diese Fräsungen zu machen, und diese Steine sind ja wie
Legosteine aneinander zu fügen, mit diesen ganzen Kerben und Einführungen, Aussparungen. Und die liegen da rum. Das ist übrigens der meistzerstörte Tempel der Welt. Da liegen da nur ein paar Steine rum. Ja. Weil da haben sie irgendwann mal Eisenbahn gebaut und haben das Ganze mitgenommen. Mhm. Eigentlich schade. Man sieht auch hier an den Löchern Kernbohrungen. Da gibt es Steine, die haben eine ganz dünne Fräskante. Ja. Und alle 3 mm ist eine Kernbohrung drin mit 2 mm Dicke. Wie wächst das mit einem Holzstab und einem Sand? Ja, hier mit gar keine Chance. Nein. Das ist Hochtechnologie. Ja. Hochtechnologie. Und wir die Spanier, die es erobert haben, haben die gefragt, ja, wo kommt die? Wir hatten das gebaut, sagt, das wissen sie nicht, das ist schon so alt, das ist immer schon da. Wahnsinn. Ne? Also das spricht ja wirklich für sich. Aber jetzt müssen wir, es ist so spannend, aber wir müssen langsam schließen. Genau. Aber da müssen wir noch ein zweites Gespräch dazu machen. Ja, wir machen noch ein drittes und ein viertes, weil das ist so. Weil über diese Dinge müssen wir auch noch sprechen. Weil das ist so spannend. Und wirklich, ich finde da gar keine Worte, weil für mich ist das wirklich wie etwas komplett Neues, wie eine neue Wahrnehmung, eine Tür, passt unsere Kulisse dazu, wirklich eine Türe in eine andere Welt. Und ich freue mich schon auf die nächsten Gespräche. Und ich glaube, es gibt natürlich sicher viele Menschen, die jetzt neugierig sind. Wo kann man denn diesen Film nachher sehen? Ich gehe mal davon aus, dass er auf Amazon läuft. Ich gehe davon aus, dass er auf Mauna TV etc. Es gibt viele Online-Streaming-Plattformen. Ja. Und ich musste erst mal schauen, wo die überall. Aber auf alle Fälle auf Polyband in München, wenn man Polyband eingibt, da sind immer diese Filme drin, das ist mein Generalvertrieb und da steht auch drauf, wo man die Filme dann sehen kann. Ja, das ist doch super. Lieber Nepomuk, ich freue mich auf die nächsten Sendungen. Ich bin noch so ein bisschen wirklich in einer anderen Welt. Schön warst du heute bei uns zu Gast. Danke. Danke. Danke, liebe Zuseher. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich glaube, ich brauche nicht viele Worte. Diese Kulisse und diese Worte dazu, das sagt schon alles. Schön waren Sie dabei. Auf Wiedersehen.